selten gelingt es nicht. Meistens gelingt es, aber es gibt immer so, ne? Es gibt immer so das einmal von 20 Fällen, wo es nicht gelingt. Aber ich glaube, das hat man, egal was für Ausgangsprodukte man verwendet. Aber ich muss mich jetzt total konzentrieren, damit es gelingt. Nein, schaut schon gut aus. Wir brauchen jetzt einfach relativ viel Öl, weil wir relativ viel Flüssigkeit genommen haben. Ich merke hier die Scheinwerfer total. Mir ist total warm. Ne? Irre. Ja, ich habe auch einen großen Respekt vor den Köchen, die wir hier alle begrüßen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn dann mehrere Platten im Einsatz sind. Das Licht von oben, die jetzt von unten. Und dann bei unserem Gequassel immer das Timing im Blick behalten. Das ja. ist eine Herausforderung, das stimmt. Ich habe das Gefühl, ich habe schon Sonnenbrand. So. Man sieht mayonnaisenartige Konsistenz. Ja, okay. Genau, ist natürlich jetzt noch kein Salz dran. Aber wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Basilikum mit rein. Und Salz. Irgendwo hatte ich ein. Ah ja, ich glaube, die können wir dann schon ausmachen. So. Knoblauch geht immer noch gut. Ja, wo ist denn die Schere? Ah, da. Genau, wir machen jetzt ganz brachial hier den Basilikum kurz und klein. Im Sommer kann man die ja wirklich auch gut auf den Balkon stellen und meistens wachsen die ja nach. Im Winter war es das dann meistens. So. Riechst du die auch ein, Kräuter? Kräuter? Also ich baue ziemlich viel Kräuter selber an. Ich trockne die meistens eher, aber das ist Geschmackssache. Also ich habe halt so einen Dörrofen, der macht das ganz gut und sehr schonend, aber kann man natürlich auch einfrieren. So, wo habe ich jetzt mein... Da! Siehst du mal? Genau, ich mache ein bisschen Salz noch mit rein. Und dann ist das fertig. Und genau, du musst natürlich gleich noch probieren. Den Mayonnaise-Vergleich. Was macht denn hier der Blumenkohl? Naja. So. Ich bin ja ein bisschen, also ich bin einerseits süchtig nach Salzen, Pfeffern und Gewürzen und nach diesen Dingern hier. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das zu Hause verwenden. Natürlich so für einen Teig und so kennt man es, aber ich finde es einfach wahnsinnig praktisch, weil man wirklich überall noch so den letzten Rest rausholt und alles so schön sauber kriegt. Und im Grunde müsste man denken, es reicht vollkommen, ein oder zwei solcher Dinger zu Hause zu haben. Ich habe ungefähr 20 davon, fragen Sie mich nicht, ob das notwendig ist. Ich bin ganz lange, ich hatte einen so einen schmalen auch, und da bin ich ganz lange rumgelaufen, weil die sind ja doch alle auch sehr unterschiedlich, ne? Ja, wie, ja. Nicht nur wie breit, sondern auch wie kräftig das Gummi. Bei dem einen konntest du schön im ja. Bogen, der andere war mir viel zu steif, da kam es irgendwie, da muss man echt, da gibt es schon Unterschiede, das kann ich verstehen. Habe ich auch. Mal kosten? Ja, aber sehr gerne. Wobei ich jetzt Nelsons gar nicht probiert habe, wenn ich ehrlich eben bin, da kam ich gar nicht zu. Hm. Das ist ja echt irre. Schon spannend, oder? Schon super. Aber das ist eh meins. Also ich esse schon Fleisch, aber nicht so viel. Bin auch eher ein Pingel. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass dieses ganze vegane Thema, ja. es geht mir so auf den Keks, diese ganzen Leute mit ihrem, ja, woran erkennt man einen Veganer? Er sagt es dir. Ich treffe in erster Linie auf Leute, die dagegen sprechen und mich nerven. Ich habe noch nie einen Veganer getroffen, wo ich das Gefühl habe, der will mich jetzt missionieren oder der geht mir auf den Keks. Es ist inzwischen umgekehrt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich kann dazu ja nur sagen, ich mache das beruflich. Du musst dir das ständig anhören. Und es ist wirklich so, ich habe mir das nicht ausgesucht, um andere Leute zu nerven. Ne? Und wenn man dann irgendwie zu zwei Büchern Pressearbeit gemacht hat und ganz viele Interviews gegeben hat und mein Gefühl ist wirklich, dass viel mehr Leute auf mich zukommen und sagen, aber ihr Veganer, aber es ist doch so und so. Und das ist wirklich, weil es gibt Tage, da kann ich das Wort selber nicht mehr hören. Deshalb verwende ich gerne den Begriff pflanzliche Küche, weil ich muss es nicht dauernd erklären. Es ist einfach eine gute Alternative und ich will einfach nur gut kochen. Und ich habe das auch in meinem neuen Buch im Vorwort ganz kurz und knapp gehalten, weil ich auch denke, es bedarf keiner Erklärung mehr, warum man das macht.
Jeder hat schon mal irgendwie so die Gründe gehört. Und mein letzter Satz ist sozusagen, ja, vegan schmeckt, schmeckt es nicht, hat wahrscheinlich einfach jemand schlecht gekocht. Und ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Sehr gut. Das sollten wir vielleicht gleich, möchte ich nicht aus dem Konzept bringen, aber vielleicht können wir auch ein bisschen über das Buch sprechen, auch dazu. Ja, sehr gerne. Es geht um, da steht Queens. Das heißt nicht, es geht um die eine Königin, die wir jetzt gerade in der Küche haben. Nein. Sondern du hast, ich glaube, insgesamt 10 verschiedene Frauen. Es sind 12 Frauen, die 10 Unternehmen insgesamt führen. Ah, so. Genau. So rum war es. Also ja. Köchinnen getroffen und inspiriert durch die Dinnerabende, die du machst in verschiedenen Städten. Genau. Ist das Buch. Genau. Also ich habe, um nochmal so kurz meinen Werdegang zu umreißen, die letzten 6 Jahre, wie gesagt, gekocht habe ich schon immer. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch immer schon in der Gastro gearbeitet. Ich habe nur keine klassische Kochausbildung. Ich habe mit 17 schon als Pizzabäcker gearbeitet. Also es zieht sich schon wie so ein roter Faden auch immer durch, die Liebe zum Essen und zur Gastro. Ich glaube, die können wir schon ausmachen, die Freunde hier. Und was vor 5, 6 Jahren passiert ist, ich war in so einem Scheideweg, hatte einfach immer weniger Lust auf Nachtleben, habe gemerkt, ich lege mehr Wert auf gesunde Ernährung, auf gutes Essen und war auch damals gerade an der Schwelle vom Vegetarier zum Veganer. Und ich habe damals angefangen, einen Blog zu machen. Und das war gar kein reiner Foodblog am Anfang, aber auch. Und die Rezepte waren das, was sich dann so rauskristallisiert hat, wo ich einfach gemerkt habe, es gibt Menschen, die das lesen, die sich dafür interessieren. Und kurze Zeit später, Anfang 2012, haben dann auch immer mehr Leser gefragt, kann man das mal wo essen? Kann man das, schaut so lecker aus, kann man das mal wo probieren? Und dann habe ich mit diesen Supper Clubs angefangen und habe da wirklich relativ klein angefangen mit 20 Gästen in Berlin. Das hat so gut funktioniert, dass ich sehr schnell expandiert habe, das in verschiedenen Städten gemacht habe. Und das wird schon was heißen in Berlin. In Berlin ist das Angebot ja riesengroß. Ja, also so am Anfang war das natürlich ganz klassisch Mundpropaganda und so. Und dann habe ich angefangen, das in Wien zu machen, in München, in Hamburg. Es wurden auch immer mehr Gäste, es wurden teilweise dann so 40, 50 Gäste, es wurden mehr Gänge. Ich habe ein Gewerbe angemeldet, also es hat sehr schnell so eine Dynamik angenommen. Und ich habe einfach gemerkt, okay, das wird jetzt gerade ein Job. Ich habe mich dann wirklich reingehängt. Ich habe damals Workshops, Praktika, habe wieder in Restaurants gearbeitet. Also habe wirklich auch geschaut, dass ich besser werde, ganz gezielt. Habe mit einer Freundin gemeinsam, die auch in dem Buch mit drin ist, ein Restaurant eröffnet, das sie jetzt mittlerweile führt. Also habe wirklich ganz bewusst diese Entscheidung gefällt, das zu einem Beruf zu machen. Und mittlerweile mache ich halt einerseits diese immer noch sozusagen mediale Seite, also dass ich das eben wie heute auf Veranstaltungen mache oder auch auf meinem YouTube-Channel, auf meinem Blog Bücher schreibe, das ist jetzt mein zweites Buch, aber eben auch wirklich diese Dinner immer noch mache, ab und zu Kochkurse, Rezeptentwicklung für Firmen, für Magazine, also so die ganze Bandbreite. Genau. Aber ich wollte was zum Buch erzählen, ne? Genau. Genau, und so ist das entstanden. Ich war in den letzten Jahren viel auf Messen unterwegs, auf Veranstaltungen wie heute. Und natürlich ist die Gastronomie immer noch sehr männlich dominiert, ne? Also ganz oft war ich die einzige Frau auf dieser Bühne. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass in meinem persönlichen Networking-Umfeld immer mehr Frauen gründen und Restaurants aufsperren, Cafés aufsperren, aber auch Erzeugerinnen werden. Es sind zum Beispiel 2 Mädels in diesem Buch, die in Berlin selbst Tofu produzieren. Eine Bäckerin, die ganz tolle Torten macht und ich habe gedacht, ich will diese Frauen sichtbar machen. Ich bin selbst ein Mensch, der Networking und Zusammenarbeiten für sehr wichtig empfindet. Und ich finde, man muss nicht immer nur sagen, ich und allein, allein, allein. Und deshalb habe ich diese Frauen sozusagen in mein Buch eingeladen. Und um die auch sichtbar zu machen, weil manche von diesen Unternehmerinnen sind wahnsinnig bescheiden. Also es gibt da zum Beispiel einen Fall, Kathi Bernhardt, die führt in Hamburg ein veganes Restaurant. Die hat 30 Angestellte und schmeißt da diesen Laden und ist 26, ne? Und die sagt dann so, ja, ich mach halt so, ne? Und denkst so, ja, also ich mach's nicht, ne? Ist schon, und ja, und das zieht sich halt so ein bisschen durch und ich habe gedacht, deshalb muss man diese Frauen einfach mal ein bisschen porträtieren und zeigen. Wäre das eigentlich von dir ein Restaurant? Ja, also es ist, steht auf jeden Fall so irgendwo auf der Liste. Ich glaube im Moment
finde ich's ganz spannend, eben diese Freiheit zu haben, viel unterwegs zu sein und eben viel auch noch zu lernen, um mich dann eben eher so bei den anderen Ladies in die Küchen zu stellen. Also ich habe jetzt auch im Zuge dieses Buches ganz viele Dinner in den verschiedenen Läden gemacht. Aber wenn ich dann irgendwann vielleicht doch mal ein bisschen mehr zur Ruhe komme, dann bleibe ich auch mal aber könnt ihr, ne, länger in Berlin. Das muss ja gar nicht zwangsläufig sein, dass das immer das Ziel ist. Sondern oh ja, also ich... Kann ja auch sein, dass genau diese YouTube-Kanal genauso spannend für dich ist. Da habe ich eine viel bessere Verbreitung. Ja. Ich kriege ein direktes Feedback. Das ist was ganz anderes. Ja, ich finde beides gut. Ich finde beides gut. Also ich finde so, ich bin mit vielen Gastronomen befreundet und viele sagen, ah, mach das nie, mach's bloß nicht. Ne? Also so die Arbeit und keine Zeit mehr und Dings. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Also ich glaube, es ist schon schön, was Eigenes zu haben, wo die Gäste einfach hinkommen können und da irgendwie komplett sein Ding machen zu können. Oh, da piept's. Wie, der sagt uns jetzt, der Blumenkohl ist fertig. Das ist ja ein pfiffiger Herd, hör mal. Tja, vielleicht habe ich es auch ausgeschaltet. Ach so. So, genau, dann würde ich mal mit viel Muskelkraft das abgießen. Sollen wir da zu dem Waschbecken, oder? Du, ist deine Küche. Du darfst hier machen, was du möchtest. Ich glaube, wir haben eh... Na gut, das ist eher so, Hui. Wie du willst. So. Oh, oh. Zum großen Stil. Ah, du könntest mal in den Backofen schauen, was die Radieschen so treiben. Oh, ja, die sehen... Oh, das riecht lecker. Sind die schon so weit? Ja, die Frage ist natürlich... Das ist natürlich jetzt eine Quizfrage, ne? Keine Ahnung, aber es sieht gut aus. Es hat eine leichte Bräune... Super. Hier haben wir jetzt quasi ein bisschen am Strand gelegen. Weißt du, wie es aussehen muss? Was würdest du sagen? Ich guck gleich mal, wenn ich hier mit meinem Großprojekt... Soll ich dir eins rausholen zum Reinpieken? Du siehst das, ne? Du siehst ich guck das gleich mal. Lass mich kurz konzentrieren. Also, ne? Kochen macht stark. So, schauen wir, ob wir alles haben. Ein verwässertes Püree möchte doch niemand. Hier zum Trottel. So. Juhu. Haben wir Wasser. Habe ich alles Wasser erwischt? Ja, lass mal den noch kurz auf der Platte. So, die Radieschen. Ja, perfekt. Genau, dann machen wir es einfach aus. Der macht dann auch ein lustiges Geräusch. Jetzt ist er aus, ne? Genau. Ja, super. Ach, weißt du was? Die machen wir schon mal raus. Die müssen ja nicht brennend heiß sein. Sonst verbrennt sich noch jemand den Mund. Die schmecken auch, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind. So, dann würde ich sagen, wir machen hier schon mal... Genau, können wir da hinstellen. Bauen uns schon mal langsam alles zusammen. Weil dann können wir schon anfangen, diese Dinger hier. Die müssen wir noch braten. Ah ja, stimmt. Ja. Okay. War ich jetzt... So... Und dann kann ich ja währenddessen das Püree mal pürieren und abschmecken. Und dann würde ich dir schon mal die ehrenvolle Aufgabe, dass langsam die Bratlinge anbraten sozusagen. Ich muss mal einen Schluck Wasser. Darf ich mir? Nee, das ist Salz. Warte mal, erstmal haben wir hier was im... Ach so, da drüben stehen auch Flaschen, wenn du möchtest. Ah ja. Oder möchtest du Leitungswasser lieber? Ich möchte ein bisschen chaotisch durch die Küche laufen und alle verwirren. Gläser, wo haben wir den Gläser? Ja, ein Glas Wasser wäre super, ja. Es war heute Morgen keine Zeit, ich weiß es noch überhaupt nicht, bis auf diese Schublade hier. Zur Not da trinke ich auch aus der Flasche. Da ist. Alle anderen Schubladen kenne ich noch nicht. Ah. Guck mal. Ich überlege gerade. Da ist auch gar nichts drin. Ach, ein Feuerlöscher haben wir aber hier, zur Sicherheit. Ein Feuerlöscher? Ja, also so viel Durst habe ich jetzt. Ich trinke jetzt einfach aus dieser Flasche. Da wird schon niemand was gehabt genau. haben. Sehr gut. Weil wer so viel schwafelt, ne, der kriegt einen trockenen Mund. Genau, ich glaube, also wenn es hier dauert noch ein bisschen, losgeht, dann können die da rein. So, Blumenkohl, Olivenöl. Und ich habe mit Freuden hier festgestellt, dass hier ein Mörser auf der Bühne steht. Da kann ich jetzt was von meinem ganz schnieken Gewürzen reinschmeißen. Wenn du magst, kannst du auch mörsern. Ja. Warte mal. Ich bin ja gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin. Oh, ja, perfekt. Mörser arbeiten?
gefühlt im ersten Leben? Und zwar habe ich da ganz tollen Pfeffer. Der hat so einen ganz fruchtigen Geschmack. Ja. Und da schmeißen wir mal ein bisschen was davon rein. Bisschen viel, aber ist ja auch viel Püree. Und dann würde ich sagen, was haben wir denn da? Nee, Moment. Gibt es in Köln hier auch eine Pfeffer, wie sagt man da, Manufaktur, eine Pfeffer, kleiner Pfefferladen. Und wenn man das einmal gemacht hat, die waren auch mal auf so einem Weihnachtsmarkt vertreten hier, wenn man da sich mal mit beschäftigt, das ist ja irre, wie unterschiedlich der auch ist. Ne? Total. Und da kann man ja total damit spielen, ne? Oder mit verschiedenen Ölen. Ich habe jetzt heute nur ein Olivenöl dabei, aber da gibt es ja auch ganz Schwarzkümmelöl oder Haselnuss, Walnussöle, also Öle, die man kalt verwendet. Da kann man ja wirklich ganz toll Komponenten reingeben. Ich zeige noch mal kurz, das ist ein Pfeffer. Der hat auch einen ganz spezifischen Geschmack und Geruch. Woran erinnert mich das? Der heißt Whatsaperiferi-Pfeffer und kommt aus Madagaskar. Und den habe ich hier in die Möhrchen mit reingepackt. Den werden Sie nachher gleich schmecken. Und der hat wirklich, also der ist auch sehr fruchtig und irgendwie kann nur handgepflückt werden, was weiß ich. Also Pfeffer sind meine Schuhe. Sozusagen. Aber. Das klingt wie ein Buchtitel. Mhm. Naja. So, ein bisschen Salz. So, ich kann loslegen hier. Ja, genau. Machen wir hier laut, kurz laut. Ist gar nicht so laut. Ah, perfekt. So. Schon fertig. Oh ja, sag mal so, ich weiß ja nicht, wie fein du das möchtest. Ja, das ist schon gut. Der Pfeffer ist quasi ein anständiger pulverisiert, ne? Warte mal noch kurz. So, hier bin ich noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich schaffe es, gegen diesen Pürierstab anzusprechen, ne? Ich kann da drüber schreien. Absolut. Ich war letzte Woche, ich finde es ja auch total toll, immer aus dem Urlaub sich so kulinarische Souvenirs quasi mitzunehmen, also Gewürze oder irgendwelche Lebensmittel, die es dort gibt. Ich war letzte Woche gerade auf Sizilien und da ist ja doch ein bisschen wärmer als hier und die haben gerade Blumenkohl, ist da gerade total in Ernte. Blumenkohl, Artischocken und Orangen. Also man fährt wirklich, wir sind da mit dem Zug ein bisschen rumgefahren, durch Orangenhaine und Artischockenfelder, wo dann echt solche Artischocken stehen. Und da habe ich auch ziemlich viel selber gegessen, aber auch dann selber eingekauft, weil ich kann dann auch nicht widerstehen. Also ich muss immer eigentlich irgendwie ein Apartment mieten, damit ich dann auch selber kochen kann. So, das dürfte vielleicht schon gehen hier. Du gehst sowieso gerne auch in Berlin auf den Markt, ne? Ja, Markt ist halt ganz toll, ne? Also da hat man irgendwie einen sehr, sehr direkten Bezug auch zu den Erzeugern und sieht halt auch immer ganz toll, was gerade in Saison ist und was es einfach gerade gibt. Da habe ich auch einen kleinen Film gesehen, da hast du auch bei Salaten und bei Kräutern oder so ein paar Sachen genannt, die habe ich noch nie gehört. Ja. Und hast deinen persönlichen Kartoffelmann, da muss ich auch lachen. Oh ja. Bei dem du alter Schwede gekauft hast. Nee, blauer Schwede. Blauer Schwede. Blauer Schwede. Das sind diese lila Kartoffeln. Ja. Ja, wie man vielleicht ja schon unschwer erkennen kann, ich stehe sehr auf buntes, oder beziehungsweise sind ja alles natürliche Farbstoffe, das sind ja alles Sachen, die in der Natur vorkommen. Und ich freue mich total natürlich, dass das in den letzten Jahren einfach wieder auch Trend wird, dass viele alte Gemüse wiederentdeckt werden, dass es bunte Möhren gibt, dass es bunte Kartoffeln gibt. Ich finde das toll. Also das kommt mir sehr entgegen. Pastinaken ist da mal mein Stichwort. Ja, magst du? Das habe ich das erste Mal gehört durch meine Tochter, als die Baby war und dann die Umstellung auf Nahrung kam. Ja. Das vertragen Babys halt auch gut. Ja, ich habe das vorher noch nie gehört. Ja. Kaum war ich dann mit meiner Mutter, wir haben immer in einem Restaurant in Münsterland, wo es auch eine sehr gute Küche ist, ein Hotel, wo wir immer Familienfeier haben und schlafen. Und da war das dann prompt auf der Speisekarte, da habe ich mich halt totgelacht, wo ich denke, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich das gerade als Babybrei-Variante quasi das erste Mal und zack, ja. Habe ich es auf... Ja, das ist total spannend, auch so, also sowieso Wurzelgemüse ist ja wahnsinnig in geworden in den letzten Jahren, ne? Also Beete, rote Beete, ich kannte rote Beete auch lange nur als diese sauer eingelegten aus dem Glas, mittlerweile gibt es gelbe Beete, weiße Beete, geringelte Beete, Topinambur ist auch sowas total Tolles, eine tolle Knolle. Und bei den Karotten finde ich es besonders schön, weil ich habe neulich erst...
den Hintergrund eigentlich erfahren. Also die bei uns am häufigsten verwendeten Karotten sind ja die Orangen, einfach die konventionellsten. Und jetzt gibt es ja wieder die Lilanen. Ich habe heute auch Lilane dabei. Es gibt Gelbe, es gibt Weiße. Bis vor knapp 150 Jahren gab es alle Farben von Karotten und die Orangen waren eigentlich erst eine Züchtung für die niederländischen Könige, für die Oranjes. Und das war so ein Trendding damals und die haben sich einfach wahnsinnig durchgesetzt. Lustig. Und das ist schon verrückt, wenn man dann auch mal so die Historie von Lebensmitteln betrachtet. Ne? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Möhre und einer Karotte? Gibt es einen? Ich glaube, es gibt keinen. Das hat mich mal irgendwer gefragt, dann habe ich das versucht rauszufinden und habe dann irgendwann beschlossen. Ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen. Aber also im Kochbuch verwenden wir immer gerne Möhre, weil es kürzer ist und dann hat man die Möglichkeit, mehr Zeit. Na, das aber. Sonst weiß ich jetzt nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Ja, aber allein bei den beiden Orangen, also ob da jetzt Karotte oder Möhre, diese einzelnen, wenn man die mit Grün kauft, das schmeckt wirklich auch einfach anders. Total. Als wenn total. Man jetzt ein Paket, Kilo, Packungen. Und die unterschiedlich farbigen schmecken auch unterschiedlich. Also die gelben und die weißen Möhren sind wesentlich milder im Geschmack. Die sind, wenn man die mal auf dem Markt bekommt zum Beispiel, einfach mal probieren und mal nebeneinander kosten, die schmecken anders. Ne? Mhm. So, ich wende das mal hier. Und dann müssen wir uns nur überlegen, wo man das danach vielleicht ich habe gerade an Weihnachten ein das habe ich als dänisches klassisches Weihnachtsfrühstücksgericht gelesen. Ja. Rote Beete mit Feta und klassisch dänisch, der dänische Feta. Klassisch scheint so ein Mousse aus dieser Rote Beete zu machen, seit wann, also so stand es da zumindest, dass das ein typisches Gericht wäre oder was die an Weihnachten gerne mit beim Frühstück irgendwie dabei haben. Ja. Da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Dann habe ich mir noch ein paar Walnüsse dran getan. Ich mag immer gerne, wenn das so ein bisschen knacken. Das fand ich eine super Kombination. Ah, das klingt gut, ja. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir das auslagern. Wo sind denn meine Ladies? Das sieht jetzt eigentlich aus wie so eine kölsche Blutwurst in klein. Quasi, genau. Aber ich würde sagen, wir können dann auch gleich schon mal langsam mit dem Servieren anfangen. Wie viel haben wir denn? 48, ja. Guck, wir sind gut in der Zeit. Ich muss dann nur den Kohl noch mal abschmecken. Das machst du. Den entspannten. Du weißt, wie du den gerne hättest. Genau, ich glaube, hier sind wir jetzt mittlerweile, haben wir den jetzt klein. Ich will nur nicht, dass wir die verbrennen. Mädels, könnt ihr mir ganz kurz helfen? Oder vielleicht nehmen wir ein Backblech. Ich brauche irgendwas, wo ich die fertigen Dinger draufschmeißen kann. Mensch, den Knoblauch vergessen. Der muss ja noch da rein. Das machen und wir gleich mein, noch. Wo kommt das? Ja, rein? Das gucke ich gleich noch. Das kommt entweder da rein oder da rein. Okay. Da sind wir flexibel. Am Ende geht es alles in den gleichen Magen. Das ist dann auch egal. So, das ist eine interessante These beim Kochen. Ne? Aber das habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Genau, dann fischen wir die mal da raus. Und schmeißen die nächste Runde rein. Genau, Sie können dann auch nachher, ich treibe mich hier noch ein bisschen rum, auch gerne mal einen Blick in mein Buch werfen. Sie können es mir auch abkaufen. Ich freue mich total über jedes verkaufte Buch, weil das muss ich dann nicht selber heute nach Berlin zurücktragen. Und, das hat Gewicht. Bitte? Das hat Gewicht. Ja, das hat Gewicht, kostet heute zum optimalen Messepreis, 20 Euro statt 22 Euro. Und natürlich schreibe ich auch gerne was Versautes rein, ist überhaupt kein Problem. Genau, jetzt überlegen Sie mal, wer hat als nächstes Geburtstag, wer in Ihrer Verwandtschaft, der Sie gerne einlädt, könnte ein bisschen Kochunterricht vertragen, bei denen. Und das Schöne ist, es ist ja auch für Nicht-Veganer geeignet. Das ist ja der große Vorteil, also man kann ja als Fleischesser auch absolut problemlos ohne Fleisch essen. Ne? Muss man immer wieder betonen. Ist überhaupt kein Problem. Hoppala. So, dann magst du die nächste Runde reinschmeißen. So, ja. Einfach in die Pfanne. Hattest du eine Zange? Nee, du hast einen Löffel. Achso, ich fasse immer Essen an. Ich bin gut, da nicht danke so. Schön. Wenn man sich die Hände gewaschen hat, ist das genau, okay. Das wäre gut. Super. Das macht man ja zu Hause auch. So, genau, der Knoblauch, der ist jetzt so richtig schön Mädels. Weich innen, so. In der Schale geschmort. Und den pürieren wir uns jetzt da noch mit rein.
So, vielleicht nicht alle 14 immer vorarbeiten, weil zu viel Knoblauch kann man dann nicht mehr verändern. Handtuch? Genau. Machen wir mal 13, es ist ja viel Püree. Ich klaue dir das mal gerade. Und genau, das ist im Endeffekt auch was mir ganz wichtig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Kochkurse gebe. Ich merke, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich nicht so richtig trauen abzuschmecken oder die Angst davor haben, beim Kochen was falsch zu machen. Und das Ding ist einfach, es funktioniert nur Trial and Error. Ne? Man muss einfach auch mal was falsch machen, sonst macht man es nie richtig. Ja, wobei du auch wahrscheinlich einige Tricks kennst, Dinge noch zu retten. Weiß ich nicht, beim Versalzenen rohe Kartoffel rein oder was? Ja, versalzen, also klar. Nochmal. Das stimmt, aber prinzipiell, also ich erlebe es manchmal, dass bei Kochkursen, dass Leute dann wirklich, dann sage ich, ja, hast du schon abgeschmeckt? Nö. Dann sage ich, ja, aber probieren muss man es schon, ne? Also, aber wie gesagt, ich glaube, die Angst kann man nur abbauen, indem man einfach möglichst viel kocht. Das ist ganz wichtig. Und mal kosten. Backst du auch gern? Ja. Ach stimmt, da waren ja auch Desserts und Kuchen sind auch im Buch, ne? Ja. Das ist schon ganz lecker. Ein bisschen ein bisschen Öl als Geschmacksträger, ne? Ich habe auch vor, im Zuge meines Projekts beruflich besser und kompetenter zu werden, habe ich vor ein paar Jahren auch ein Praktikum in der Bäckerei gemacht. Ein guter Freund von mir ist Bäcker und Konditormeister. Dann hat mir das wirklich mal eine Weile angetan, ne, dieses nachts aufstehen. Ich habe größten Respekt sowieso schon immer gehabt vom Bäckerhandwerk, aber vor den Arbeitszeiten umso mehr. Also das ist ja wirklich, das fühlt sich an, auch wenn man so auf seine Schlafzeiten kommt, als hätte man so permanenten Jetlag. Also das ist wirklich so körperlich anstrengend, so komisch, schlafen zu gehen und nachts um 2 anfangen zu arbeiten. Aber es ist so ein tolles Handwerk und ich kann nur immer wieder plädieren, einfach kaufen Sie Ihr Brot beim Bäcker, kaufen Sie es nicht im Discounter. Es wäre so schade, wenn es irgendwann keine ordentlichen Bäcker mehr gibt. Ne? Also da steckt was dahinter und so ein Aufbackbrötchen wird einfach nie schmecken wie eine Schrippe vom Bäcker. Also das finde ich schon ganz wichtig, das zu unterstützen. So. Ja, lecker, lecker. So, darf ich euch schon mal den Topf hier in die Nähe stellen, weil dann können wir mit gepitcht. Dem Püree schon mal anfangen. Das ist der Boden. Es sind jetzt einfach ganz viele Komponenten, die auf die Teller kommen. Ne? Also vielleicht würde ich mal einen Probe machen. Brennt das hier schon an oder geht das noch? Ja, ich kümmere mich hier rum und ja, wir geben Gas. Gerne. Wir haben 7 Minuten noch. Schau mal, dann vielleicht, wenn wir noch einen frischen Löffel haben fürs Püree. So. Genau, also wenn wir es jetzt hier machen, habt ihr einen Löffel? Ist der frisch? Ja, nein, vielleicht. Genau, also im Endeffekt einfach hier so ein, entweder wie so ein Dings oder wir können es auch so ein bisschen streichen, ne? Einmal so. Und genau, ich mach mal einen einfach fertig, ne? Hoppala. Und dann kommt ein bisschen hiervon. Soll natürlich für alle reichen. Machen wir mal so. Dann haben wir Möhrchen on the top. Möhrchen sind ein bisschen weniger. Also das ist nur schön, dass Sie es alle mithören, ne, was ich hier erkläre. Also einfach nur oben drauf, so ein paar Möhrchen. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir hier so einen Bratling. Und die kommen auch gleich. Dann schmeißen wir die letzten. So. Es ist eine Challenge, weil es sind sehr viele Komponenten. So. Ach so. Ich dachte, du machst gleich mehrere. Warte dann mal. Dann hole ich die jetzt mal hier gleich ich raus. Ich vergesse. Da könnt ihr im Turbo anfangen, so Tellerchen fertig zu machen. Und dann haben wir noch 2 Sößchen, aber es ist ja, ich würde sagen, die sehen auch schon gut aus. Ja, die schauen schon gut aus. Genau, vielleicht können wir die auch gleich. Ah ja, super.
Ah. Hättest du gern die heißen drüben? Mach mal das lieber so. Hm? Jüp. Kann ich euch das so an zumuten? Ja. Bitte? Nee, ist ja. Haben wir? Wir haben doch So, ich glaube, das war alles. Ja, mehr passt nicht drauf. Genau. Also einmal ungefähr so nachbauen. Wäre super. Genau, und die. Perfekt. Genau, dann lege ich hier gleich nach auf der Seite. Machen wir einen fließenden Wechsel. So, hast du denn schon einen fertig, damit wir mal eine Person hier glücklich machen? Ja. Und mal horchen können, wie der Eindruck ist. Ganz kurz die Girls zum Nachbauen, aber wenn sie dann noch einen fertig haben, dann können wir das machen. Hui. Ist ja schon Akkordarbeit hier. Das ist doch super. Ups. Ups, nicht, dass hier das zu heiß wird, so. Aber du hast wahrscheinlich auch ich spür abgehärtete nichts mehr. Finger. Also so ja, dazu, ja. Ne? Ah, guck mal hier, Angeber. Zu Hause nicht ich nachmachen. Ich das hier liebevoll und Sorry. Misse gerade meine Zange das von zu Hause. Das muss jetzt schnell gehen. Ja. So. Könnt ihr auch mal mein eigenes Gut. Messer mitbringen. Das Gesicht von Nelson möchte ich auch mal sehen. So, ich habe hier noch was Schönes. Genau, hier wurgel ich noch einmal durch. Bitteschön. Da fehlt noch. So, ich schaue die ganze Zeit, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, schaut gut aus. Genau, und dann können wir mal ein Tellerchen vielleicht rausgeben. Habt ihr schon eins? Genau, und schauen Sie mal, ob sie rausschmecken, die ganzen Geschmackskomponenten, die ganzen, also wie gesagt, beim Rotkohl ist das Blaubeersalz dabei, das ist ein isländisches Blaubeersalz. Bei den Karotten ist dieser spezielle madagaskarische Pfeffer dabei. Und das ist der Mandelfeta. Und wenn Sie einen Überblick verloren haben, können Sie mich auch gerne nochmal fragen. So, genau. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man keine Handschuhe verwendet. So. Gut. Ja, dann. Ach so, hier haben wir noch was, ne? Genau. Dann sind wir soweit durch. Das machen wir noch fertig und dann gibt es was zu essen. Und, dann darf ich mal eine Portion Ihnen nochmal, so, die klaue ich jetzt mal hier, die ist fertig, ne? Ja. Nein, da fehlt sowas, das sehe ich. So. Und ich muss natürlich in Zeiten, da ich eine Social-Media-Maus bin, muss ich natürlich ja auch noch ein Foto davon machen. Ja, der Kanal muss ja gefüttert werden. Für Instagram und so, ne? Jetzt habe ich dir eins geklaut auf dem Bild. Oder komm mal her. Mit Nein, Moderatorin. Mit Moderatorin ein Selfie. Machen wir danach erstmal möchte mit ich Publikum. Ihn. Ah, oh. So. Und den Teller, warte mal, kriegen wir den auch ja, noch drauf? Den Teller vorne, oh. So. Wo sind die ja. Menschen? Ja, ja. So, sehr gut. Vielen Dank. Haben wir Sie eingefangen. Kauen, das ist super. Wir sagen vielen, vielen Dank für Ihr Interesse gerade. Wir hoffen, auch hier haben Sie, und ich bin mir sicher, eine ganze Menge wieder mitgenommen. Und ich möchte jetzt einen Riesenapplaus hören für Sophie Hartmann. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Sie kommen Sie gerne das vor. Prozedere schon. Sie bekommen jetzt.